kommen wir zu Nummer 10. Und die Nummer 10 ist das Praktischste, was ihr heute lernen könnt. Servus und schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bin der Groko und heute habe ich wieder 10 Dinge in Minecraft, die du nicht kennst. Oder die du wahrscheinlich nicht kennst oder die du vielleicht nicht kennst. Wir wissen alle, ihr kennt einige Dinge. Schreibt mir gerne in die Kommentare wieder, welche Dinge ihr bereits wusstet. Oh, und außerdem möchte ich mit dir ein Spiel spielen. Kannst du dieses Video schneller liken, wie ich am Boden aufkomme und draufgehe? Auf die Plätze, fertig, los! Warst du schneller oder war ich schneller? Kommen wir zu Nummer 1 und ich sag euch, wir steigern uns langsam bis zum Grand Finale bei Nummer 10. Wir fangen leicht an und zwar Maps. Jeder kennt Maps, jeder weiß, wie man Maps nutzt, jeder weiß, wenn ich rechts klicke, bekomme ich eine Map. Aber wisst ihr auch, wie viel Chunks eigentlich so eine Map umspannt? Mit F3 und G können wir uns in der Java Edition die Chunks anzeigen lassen. Und wenn ihr jetzt auf die Karte schaut, unten links, seht ihr, dass ich hier in der Ecke von dem Chunk ganz in der Ecke der Karte stehe. Und wenn ich mich jetzt auf den Weg mache in diese Richtung, werden wir exakt 8 Chunks durchqueren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann sind wir im äußersten Chunk links unten. In die Richtung genau das gleiche. Folglich eine Karte hat genau 8x8 Chunks. Ein Chunk hat 16 Blöcke. Folglich ist eure Karte exakt 128x128 Blöcke groß in dieser Zoomstufe. Kommen wir zu Nummer 2 und auch hier gibt es eine kleine und wunderbare Besonderheit, die ihr schon kennt, wenn ihr mein Video mit dem Aufzug angeschaut habt. Denn Honigblöcke haben ein ganz wunderbares Phänomen. Wir bauen dafür erstmal ein paar Honigblöcke übereinander, so 4 Stück. Bauen dann hier Blöcke rein, setzen dort immer eine Wasserquelle dazu und müssen natürlich hier unten, auch wenn das jetzt eine Sauerei macht, einen Soul Sand Block anbringen. Und haben jetzt einen Wasseraufzug. Ne? Unten steigen wir rein, wir würden hochtransportiert werden. Und jetzt zeige ich euch, was das Coole ist. Diese Honigblöcke sind nämlich um irgendwie einen Pixel schmäler. Und wenn ich jetzt genau in die Kante hier gehe, transportiert mich dieser Wasseraufzug durch die Wand hindurch quasi nach oben, weil wir in diese, das ist ein Pixel, ja, in diesen einen Pixel hineingehen können. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, man sieht es ein bisschen. Wir können in diesen Pixel rein und werden dadurch durch das Wasser erfasst und nach oben transportiert. Super praktisch für Aufzüge, die man wenig sichtbar haben möchte. Bevor wir jetzt übergehen zu Nummer 3, möchte ich euch eine kleine Rätselfrage stellen. Für welches Item gibt es die meisten Crafting-Rezepte? A. Für Planken, B für Eisen, C für Redstone oder D für Bruchstein. Schreibt eure Antwort in die Kommentare. Die Auflösung erfolgt gegen Ende. Die gute Nummer 3 wird euch überhaupt nichts bringen, aber ihr könnt vor euren Freunden angeben. Ich habe hier eine Menge Schneebällerei, denn wenn ich jetzt mal unser Wetter auf regnerisch stelle, dann haben wir Sauwetter und sind super genervt. Was ich dir euch zeigen möchte, ist Folgendes. Wir bewegen uns jetzt mal nach oben. Und wenn wir hier oben links auf meine Y-Koordinate schauen, sehen wir, es geht weit rauf. Wir sind über den Wolken angekommen. Wir sind auf Höhe 360, 70, 80, 90, 400, 500. Jetzt 500. 550. Und jetzt passt auf. 600. Boom. Plötzlich ist die Luft so kalt, dass es nicht mehr regnet, sondern schneit. Wenn wir nach unten kommen, merkt ihr, hier fängt es langsam an wieder an zu regnen. Hier pisst es wieder wie Sau. Oben schneit. Wenn wir theoretisch auf einer Höhe von 600 bauen könnten, hätten wir immer Schnee und keinen Regen. Das wäre für unsere Ohren so viel angenehmer. Was ihr mit dieser Information anfangen werdet, das ist jetzt einfach mal euch überlassen. Ich schaue, dass ich wieder zurück auf die Erde komme. Die gute Nummer 4 ist für all diejenigen unter uns, die gerne Romane und Bücher in Minecraft verfassen. Jemand von euch schon mal einen Roman in Minecraft geschrieben? Ihr kennt diese ganzen wunderbaren Ingredients. Wir brauchen sie, um ein Book and Quill, also ein Buch zum Beschreiben zu erstellen. Wenn wir das gemacht haben, können wir hier eine wunderbare Geschichte reinschreiben. Wenn ihr mit eurer wunderbaren Geschichte fertig seid, dann könnt ihr sie natürlich signieren und könnt den genialsten Titel überhaupt hier reinschreiben. Ihr merkt gerade, ich kann nur reinschreiben, den genialsten. Ich wollte aber den genialsten Titel hier reinschreiben. Naja, passt mal auf, mit dem Trick könnt ihr den Titel länger machen. Ihr schreibt einfach den ersten Teil des Titels hier rein, den genialsten. Dann signiert ihr das Buch und dann geht ihr zu einem Amboss. Packt das Buch hier rein und könnt den genialsten Titel hier hineinschreiben. Zack, Buch rausgenommen. Und das Buch im Inventar hat einen deutlich längeren Titel wie möglich. Kommen wir zu Nummer 5 und ihr habt alle darauf gewartet, ihr wollt Jesus kennenlernen.
Dafür schnappen wir uns Lederschuhe, ein Frostwalker-Buch, ein paar spezielle Sachen und rennen erstmal zum Amboss. Am Amboss packen wir die Schuhe rein und verzaubern sie mit Frostwalker. Der ein oder andere weiß bereits, in welche Richtung das geht. Ich habe hier jetzt erstmal mitten im Wasser eine kleine Konstruktion gebaut, in die wir jetzt gleich erstmal den Dropper hier anbringen, also den Dispenser, den Werfer, Knopf oben drauf, und dann sperren wir hier einen armen Dorfbewohner ein. Damit der Dorfbewohner aber wirklicher Profi wird in seinen wunderbaren, jesusartigen Wasserlaufen, bekommt er von uns die Frostwalker-Schuhe und darf dann seinen Weg übers Wasser fortsetzen. Wie ihr seht, hat er dank den Frostwalker-Schuhen die Möglichkeit, hier Schlittschuh zu laufen bzw. übers Wasser zu laufen. Wenn ihr diesen wasserwandelnden Dorfbewohner genauso cool findet wie ich, dann lasst doch gerne mal ein Like da und abonniert den Kanal. Falls noch nicht geschehen, gleich sauft ab. Nein, ich habe ganz vergessen, ihn zu benennen. Ich hatte extra einen Nametag für ihn dabei. Man kann nicht an alles denken. Kommen wir zu Nummer 6. So, Nummer 6 ist mal wieder etwas Einfaches, aber etwas, was man doch irgendwo wissen sollte. Ich habe einen Lava-Eimer. Ich habe mich extra hier ins Nether gestellt. Und die wissen alle, Lava fließt im Nether schneller wie in der Oberwelt. Aber wie weit fließt Lava eigentlich? Wenn ich irgendwo eine Lavaquelle ausgrabe, wie weit muss ich eigentlich wegrennen? Gut, okay. Die Lava macht natürlich ganz was Weirdes. Im Nether fließt Lava 4 Blöcke weit. Das heißt, das hier ist Block Nummer 0, weil hier ist ja unsere Quelle. Und von der Quelle 1, 2, 3, 4 Blöcke weg. Also insgesamt haben wir 5. Ist kompliziert zu erklären. Ihr seht, was ich meine. Ist einfach zu verstehen. Und wie sieht das Ganze in der Overworld aus? Und ich kann euch so viel verraten. In der Overworld ist Lava viel ungefährlicher. Denn zum einen fließt es super langsam. Und dann fließt es auch nicht wirklich weit. Statt 4 Blöcke fließt es hier nur 3 Blöcke weit. Also man muss sich auch gar nicht wirklich weit von der Lava entfernen, von der Quelle, und wird nicht erwischt. Kommen wir zu einer verrückten Nummer, wo ich selber nicht glauben konnte, dass es so ist. Verrückte Nummer 7. Wir brauchen einen Holzzaun, wir brauchen eine Leine, wir brauchen einen Axolotl und wir brauchen Wasser. Den Wassereimer brauchen wir gar nicht, den brauche ich nur, weil ich immer im Creative rumhänge. Im Survival sieht das Ganze anders aus. So, ich buddel mir hier mal ein Loch und wir bauen hier mal einen Zaun. Und wir haben uns eingebildet, aus irgendeinem Grund wollen wir hier einen dicken Knubbel dran haben. Das geht ja ganz einfach. Wir nehmen einfach einen Axolotl oder irgendein anderes Tier und leinen es hier an. So haben wir das bisher gemacht. Und dann muss ich natürlich das Tier vergraben, damit keiner das Tier sieht, und dann habe ich die Leine da hängen etc. Aber was ist, wenn ich euch erzähle, es gibt eine Methode, mit der ihr diesen Knubbel hier oben behalten könnt, ohne ein einziges Tier in der Nähe zu haben? Ja, das gibt es. Wir müssen nur das Axolotl wieder einsammeln. Und sieh da, der Knubbel bleibt erhalten. Ihr könnt nun ein weiteres Detail in eure Bauwerke mit einbauen, was so eigentlich in Minecraft nicht geht. Habt ihr Bauideen, was man damit machen kann? Du Bauideen, was man damit machen kann? Auch nicht, aber es werden sicher welche kommen. Schreibt mal eure Ideen in die Kommentare. Oh, die wichtigste Frage. Was ist, wenn ich mich auslogge und mich wieder einlogge? Ist es weg? Ha, das habe ich mir gedacht. Die Zauberei hält also nur, solange ihr eingeloggt seid. Und jetzt ist die Frage, wo ist meine Leine hin? Also der Zaubertrick dient eigentlich hauptsächlich dazu, Leinen zum Verschwinden zu bringen. Schade eigentlich. Nummer 8. Ja, wieder mal eine Art und Weise, wie ich euch zeige, wie ihr die Nacht wunderbar... Nein, nein, es hilft euch nicht unbedingt, die Nacht zu überstehen, aber es ist vielleicht ein Trick, um euch weiterhin vor Gefahren in Sicherheit zu bringen. Wieder ein Trick, den man nutzen kann, um länger zu überleben. Und sind wir mal ehrlich, außer die absoluten Pros unter uns, wir haben doch immer Probleme zum Überleben. Wir wollen natürlich wieder Nacht haben. Dann setze ich mir hier einen wunderbaren Zombie, der mich auch gleich angreifen will. Wir flüchten ein kleines Stück und bauen uns eine geniale Verteidigungsanlage aus Azaleabüschen und hüpfen dann hier innen rein. Und sind vor dem guten Burschen sicher. Ah, schau, Schaf ist auch wieder da. Eine große Homie-Party hier. Ja, es ist tatsächlich so, dass Zombies oder andere Monster nicht über Azalea-Büsche hinüberspringen. Können, wollen, wie auch immer. Das müssen nicht Flowering Azalea sein. Es können irgendwelche Azalea-Büsche sein. Es ist soweit. Wir kommen zur Auflösung unserer Frage. Welches Item hat nun die meisten Crafting-Rezepte? Die Planken, Eisen, Redstone oder Bruchstein? Und alle, die auf Redstone und Bruchstein getippt haben, sind schon mal raus. Denn das Rennen aktuell machen Planken und Eisenbarren.
Und wenn wir jetzt genau hinschauen, haben wir 35 Rezepte für die Planken und 36 für Eisenbarren. Woo! Ich hoffe, ich erzähle keinen Schmarrn. Eisenbarren? Zählen da die Nuggets mit dazu? Eigentlich nicht. Ich glaube, ich hätte mal selber alle Rezepte testen sollen. Bevor wir weiterreden und uns immer mehr in Details verlieren, kommen wir zu Nummer 10. Und die Nummer 10 ist das Praktischste, was ihr heute lernen könnt. Denn in Nummer 10 zeige ich euch die beste Variante, einen Wither zu töten. Was wir an uns nehmen sollten, sind diese wunderbaren Raketen, die wir in einer Armbrust verschießen können. Was sind das für Raketen? Ich habe euch die schon mal gezeigt. Wir können aus Farbe und Gunpowder Firework Stars erstellen. Und diese Firework Stars in Kombination mit Papier und Gunpowder ergeben Raketen, die so richtig knallen. Eigentlich sind das schöne bunte Feuerwerksraketen, aber in einer Armbrust werden sie zur tödlichen Waffe. Ihr müsst nur diese Raketen in die Offhand nehmen und könnt sie dann in eure Armbrust laden und könnt somit Feuerwerk verschießen. Was ja an sich mal eigentlich ganz hübsch ist. Aber ich sage euch so viel, die macht eine Menge Schaden und ist damit sehr, sehr tödlich. Das waren schon wieder unnötige Tierversuche. Kommen wir jetzt aber dazu, was so besonders ist an dem Ganzen. Wir werden jetzt einen Wither spawnen. Für Vorzeigezwecke werde ich im Kreativmodus bleiben, um einfach die nötige Ruhe zu haben, euch alles zu erklären. Wir bauen hier mitten in der Overworld einen Wither. Der macht sein Tunlichstes, um wieder alles zu zerstören und sprengt sich. So, jetzt können wir den Guten aber, wenn wir treffen, mit einer Armbrust abschießen. Und ihr seht, wir machen schon nicht gerade wenig Schaden. Aber das ist nicht das Spannendste am Ganzen. Das Spannendste kommt ab dem Punkt, ab dem er sich in den Modus begibt, wo man ihn normalerweise nur mit einem Schwert besiegen kann. Denn mit diesen Raketen, seht ihr, brauchen wir kein Schwert mehr. Wir können sogar in dem Stadium, wo er sich im Nahkampfmodus befindet, mit einer Fernkampfwaffe Schaden machen und sie mit den Wither aus sicherer Entfernung komplett besiegen. Vorausgesetzt, wir treffen ihn. Es ist an der Zeit, Wither, weiche von uns. Ich muss nur treffen, wenn ich so Sprüche klopfe. Und weg ist er. Also, wenn ihr einen Wither komplett aus der Ferne erledigen wollt, nehmt Feuerwerksraketen dafür. Und das waren sie auch schon, die 10 Dinge für heute. Ich hoffe, es war was für euch dabei, was ihr noch nicht wusstet. Wenn ja, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, welche Dinge ihr noch nicht wusstet. Wenn ihr neu seid, vergesst nicht zu abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, macht es gut und wir sehen uns im nächsten Video. Pfiat's euch!